Heute schauen wir uns mal wieder den aktuellen Stand von Crossplay an. Das habe ich zuletzt vor rund 3 Jahren gemacht. Seitdem ist durchaus einiges passiert und es gibt deutlich mehr Spiele, die ihr mit unterschiedlichen Konsolen untereinander oder zusammen mit PC-Spielerfreunden erleben könnt. Viele davon zudem kostenlos. Wer die PC-Gaming-Welt mitsamt ihren vielen Möglichkeiten entdecken möchte, holt sich einfach einen PC bei Game Machines. Besonders für Freunde von RGB-Beleuchtung gibt es hier eine große Auswahl an Gehäusen und Komponenten. Schaut vorbei auf gamemachines.de. Warum Crossplay? Bevor wir mit den Spielen starten, noch ein paar grundsätzliche Dinge zu Crossplay. Cross-Platform-Multiplayer kann es zum Beispiel dem PlayStation-Spieler erlauben, mit seinem Kumpel zu spielen, der auf einer Xbox spielt. Auch PC-Spieler sind immer öfter zusammen mit Konsolenspielern in einem Match. Neben dem Vorteil, dass ihr mit euren Freunden spielen könnt, gibt es aber noch einen ganz entscheidenden Vorteil von Crossplay. Die allgemeine Playerbase wird vergrößert und es kommen schneller Matches zusammen. So findet man auch bei älteren Spielen noch leichter eine Partie, ohne den ganzen Tag warten zu müssen. Ein Nachteil für Konsolenspieler kann das Zusammenspiel mit PC-Spielern sein. Durch bessere Hardware und Bildraten können sie Vorteile haben. Andersrum können sie auch teilweise Details verringern, um wiederum Gegner in Shootern besser ausmachen zu können. Darüber, ob man mit Tastatur und Maus grundsätzlich besser performt als mit dem Controller, kann man sich streiten. Fakt ist aber, dass nicht nur PC-Spieler, sondern bei manchen Spielen auch Konsolenspieler diese Eingabegeräte nutzen können. Ein richtig blöder Nachteil kann sein, dass Konsolenspieler es mit Cheatern zu tun bekommen können, die auf dem PC aufgrund der offenen Architektur eben leider häufiger vorkommen als auf Konsolen. Da hilft besonders bei Free-to-Play-Games auch der Banhammer nicht viel, da sich die Cheater ja einfach ein neues, kostenloses Konto anlegen können. Es ist also leider nicht alles Sonnenschein im Crossplay-Land, zumindest bei kompetitiven Multiplayer. Bei Koop-Games, bei denen man zusammen gegen die KI antritt, ist das alles halb so wild. In einer perfekten Welt würde man dem Spieler immer die Auswahl lassen, ob er Crossplay aktiviert haben will und ob er nur mit Konsolenspielern oder auch mit PC-Spielern zusammengewürfelt werden soll. Zusätzlich sollte man entscheiden können, ob man nur zusammen mit Controller-Spielern oder nur mit Tastatur-Maus-Spielern antritt. Den Luxus, diese Optionen anbieten zu können, können sich aber leider nicht alle Spiele leisten, da man eben eine Fragmentierung der Playerbase vermeiden will. Super Multi Crossplay Games. Wir starten mal mit Spielen, die sich Crossplay und Cross-Platform ganz groß auf die Fahne geschrieben haben und das Zusammenspiel zwischen allen folgenden Systemen erlauben: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch und, haltet euch fest, Google Stadia. Das sind allerdings auch nur 3 Titel. Dazu gehört das asymmetrische Survival-Horror-Game Dead by Daylight, bei dem ihr die Rolle des Killers übernehmt oder zu viert entkommen müsst. Außerdem dürft ihr euch alle zusammen in dem Kampfspiel Power Rangers Battle for the Grid auf die Rübe hauen. Ebenfalls super plattformbarrierefrei ist das 2D Battle Royale für bis zu 64 Spieler, Super Animal Royale, das im Gegensatz zu den beiden vorigen Titeln auch noch kostenlos spielbar ist. Wer auf seine vielen Stadia-Freunde verzichten kann, hat schon eine recht gute Auswahl an Crossplay-Titeln. Manche unterstützen übrigens auch Crossplay mit Smartphone-Versionen. Ich blende die Info dann zusätzlich ein. Im Pool für alle PC- und Konsolenspieler ist das Social Deduction Game für 4 bis 15 Spieler Among Us. Auch Respawn Entertainments Free-to-Play Battle Royale Hero Shooter Apex Legends ist sehr breit aufgestellt. Surviving's not for everyone. Wer im Online-Koop zu zweit schleichen und meucheln möchte, kann das mit Aragami tun. Breite Crossplay-Unterstützung hat auch das digitale Brettspiel Armello, bei dem ihr im PvP gegeneinander antreten könnt. Free-to-Play ist das an Nintendos Smash Bros. Angelehnte Prügelspiel Brawlhalla. Ein etwas kleineres Fahrzeug-Stuntspiel für alle ist Crash Drive 3. Zwischen Epic Game Store am PC und allen aktuellen Konsolen lässt sich das Free-to-Play-Koop-Action-RPG Dauntless spielen. Für Dragon Quest Builders 2 brauchen PC-Crossplayer die Version aus dem Microsoft Store. Eine Art Kombination aus Magic und Siedler von Catan ist das Spiel Faria. Inzwischen Free-to-Play und mit voller Crossplay-Unterstützung kommt das kurzweilige Fall Guys. Von Fortnite haben ganz vielleicht auch schon mal ein paar was gehört. Etwas weniger populär ist die Battle Royale Völkerball-Alternative Knockout City, die ebenfalls Free-to-Play ist. Tennisfreunde spielen zusammen in Matchpoint Tennis Championships.
Noch so ein kleiner unbekannter Titel ist Minecraft, welches in der Bedrock Edition über alle Systeme Crossplay unterstützt. Auch der Action-RPG-Ableger Minecraft Dungeons funktioniert im Multiplayer zwischen allen Systemen. Für Rennspielfreunde eignet sich Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Mit Overcooked All You Can Eat können Teil 1 und 2 des witzigen Koop-Kochspiels über Crossplay gespielt werden. Noch gibt es Overwatch, bevor es demnächst von seinem Free-to-Play-Nachfolger ersetzt wird. Crossplay wird aber bleiben. Auch das Konkurrenzprodukt Paladins setzt auf Cross-Platform-Multiplayer, was bei langsam sinkenden Spielerzahlen wohl auch ganz sinnvoll ist. Das gute alte Quake gibt es seit dem letzten Jahr auch als Remaster für die aktuellen Konsolen samt Crossplay. Mit Reforged ist für Realm Royale gerade erst eine neue Version herausgekommen, die mit vielen sinnvollen Änderungen kommt, um das Spiel wiederzubeleben. Immer noch sehr beliebt ist Rocket League, das schon eine Weile Free-to-Play ist und bereits viele Jahre Crossplay unterstützt. Nicht ganz so beliebt ist der Free-to-Play Third-Person-Hero-Shooter Rogue Company, bei dem aber auch genug Spieler zusammenkommen. Freunde von schweren Fahrzeugen können inzwischen auch gemeinsam mit verschiedenen Systemen SnowRunner spielen. Das Third-Person-MOBA Smite ist ein weiteres Free-to-Play-Spiel, in dem ihr inzwischen mit über 100 Göttern gegeneinander antreten könnt. Der Free-to-Play-Titel Spellbreak wurde leider auch von Crossplay nicht gerettet, denn das Spiel wird Anfang 2023 eingestellt. Spielt stattdessen doch eine Runde Tetris gegen eure Freunde in Tetris Effect. Unterhaltsame Koop-Sessions bietet auch das Indie-Spiel Unrailed, bei dem ihr für einen fahrenden Zug Schienen bauen müsst. Freunden rundenbasierter Strategie bietet Wargroove Partien für bis zu 4 Spieler. Der Free-to-Play-Shooter Warface hat erst vor wenigen Wochen einen neuen Modus und neue Maps spendiert bekommen. Für Online-Koop-Freunde, die zusammen Zombie-Horden vernichten wollen, gibt es World War Z Aftermath. Kaum noch gespielt wird Worms Rumble, aber auch das Spiel unterstützt Crossplay. Sehr beliebt ist hingegen das Kartenspiel Yu-Gi-Oh! Master Duel. Multi-Crossplay-Games. Für diese Liste kicken wir die Switch. Folgende Spiele bieten Crossplay auf den anderen aktuellen Konsolen und dem PC. Das von Left 4 Dead inspirierte Back 4 Blood erlaubt 4 Spieler Online-Koop. Das gleiche gilt für den überdrehten Loot-Shooter Borderlands 3 von Gearbox Software. Bereits seit dem Release unterstützt Call of Duty Warzone Crossplay. Das gleiche gilt für Modern Warfare, Black Ops Cold War, wie auch den aktuellen Teil Vanguard. Das neue Modern Warfare 2 wird ebenfalls Crossplay unterstützen. Ein empfehlenswerter Koop-Sci-Fi-FPS für bis zu 4 Spieler ist Deep Rock Galactic, welches immer noch Updates erhält. Destiny 2 ist schon ein paar Jahre Free-to-Play und unterstützt ebenfalls Crossplay, übrigens auch mit Stadia, Xbox Cloud Gaming und GeForce Now. Das Arcade-Rennspiel Dirt 5 bekommt man günstig im Angebot, ist aber auch Teil von EA Play und dem Game Pass. Der teambasierte Free-to-Play-Shooter Enlisted bietet Crossplay auch mit der Option, PC-Spieler auszuschließen. Ganz frisch per Patch mit dabei ist das Formel-1-Spiel F1 22. Auch der aktuelle Ableger der Grid-Rennspielreihe mit dem Namen Legends lässt Spieler zwischen allen Plattformen gemeinsam antreten. Ganz neu auf der Liste ist das Free-to-Play-Prügelspiel Multiversus, das bereits 20 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Ein weiteres Rennspiel, welches Crossplay bietet, ist EA's Need for Speed Heat. Seit Mitte 2020 kann man auch in No Man's Sky zusammen fremde Planeten erkunden. Wer mit einem Freund lieber ein Spionage-Abenteuer erleben möchte, kann das über Konsolengrenzen hinweg in dem Koop-Game Operation Tango tun. Eher mittelmäßige Wertungen erhielt das Free-to-Play Sci-Fi-Abenteuer Space Lords, das entsprechend auch nicht mehr so viel gespielt wird. Nach anfänglichem Hype leidet auch der Free-to-Play-Portal-Shooter Splitgate etwas unter Spielerschwund. Es wird aber immer noch sehr positiv bewertet. Bei Star Wars Squadrons könnt ihr das virtuelle Cockpit von Raumschiffen einsteigen und optional auch gegen Spieler von anderen Plattformen antreten. Wieder im Free-to-Play-Sektor sind wir mit dem MMO-Kriegsspiel War Thunder. Auch das Free-to-Play-Konkurrenzprodukt World of Tanks unterstützt Crossplay. EA's Battlefield 2042 unterstützt ebenfalls Crossplay, aber geteilt. PS4 und Xbox One Spieler können zusammenspielen und PS5 Spieler mit Xbox Series und PC Spielern zusammen. Konsolen-only Crossplay Games. Jetzt werfen wir mal kurz den PC raus.
Folgende Spiele funktionieren zwischen aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen. Das koreanische MMORPG Black Desert Online unterstützt Crossplay. Ebenfalls auf unterschiedlichen Konsolen miteinander oder gegeneinander antreten könnt ihr in Crytek's Shooter Hunt Showdown. Mortal Kombat 11 unterstützt ebenfalls Konsolen-Crossplay. PC-Spieler können nur mit der Microsoft Store-Version gegen Xbox-Spieler antreten. Inzwischen Free-to-Play mit Crossplay kommt PUBG Battlegrounds. PC-Spieler dürfen hier nur mit Mobile-Spielern zusammenspielen. Authentische Schlachten im Ersten Weltkrieg an der Ostfront möchte euch Tannenberg liefern. Ähnlich ist es bei Verdun, das den Grabenkrieg mit Angriff und Verteidigung zum Thema hat. Krieg auf dem Wasser erlebt ihr zusammen mit dem Free-to-Play-Spiel World of Warships Legends. PC und Xbox Crossplay Games. Hier einige Titel, die Xbox-Spieler zusammen mit PC-Kumpels erleben können. Zu beachten ist, dass ihr in vielen Fällen die Microsoft Store oder PC Game Pass Version braucht. Neuere Spiele unterstützen jedoch auch oft Steam. Den Anfang macht der Koop-Shooter Aliens Fireteam Elite. Gut im Koop geht auch das Cyberpunk-Action-Shooter-RPG The Ascent. Spaß kann man auch im Open-World-Sandbox-Abenteuer Astroneer haben. Auch wenn der Multiplayer von Crackdown 3 Mist ist, kann man immerhin die Kampagne zu zweit im Koop spielen. Final Fantasy 15 geht ebenfalls zusammen mit der Xbox. Forza Horizon 3 unterstützt bereits Crossplay. Forza Horizon 4 und das aktuelle Forza Horizon 5 ebenfalls zusätzlich über Steam. Gears of War 4 ist auch mit an Bord und Gears 5 wiederum auch mit der Steam-Version des Spiels. Nicht fehlen darf natürlich die Halo Master Chief Collection sowie Halo Infinite, die sich beide auch über Steam mit Xbox-Spielern verbinden. Strategiefans können Halo Wars 2 zusammenspielen. Bis zu 8 Spieler dürfen zusammen die Welt von Human Fall Flat erkunden. Unter anderem 4 Spieler PvE-Koop gibt's in MechWarrior 5 Mercenaries. Zusammen in die Lüfte steigen könnt ihr im Microsoft Flight Simulator. Mit dem Konsolenlaunch auf der Xbox hat Naraka Bladepoint ebenfalls Crossplay-Support erhalten. Freunde klassischer Rollenspiele erleben Online-Koop in der Neverwinter Nights Enhanced Edition. Koop-Action für bis zu 3 Spieler gibt's in Remnant from the Ashes. Piratenabenteuer erlebt ihr auch über Steam zusammen in Sea of Thieves. 2 Spieler können den Online-Koop von Sniper Elite V2 Remastered erleben. Open-World-Survival-Zombie-Action findet ihr in State of Decay 2. Oldschool-Beat'em-Up-Action gibt's bei Streets of Rage 4. PC und PlayStation Crossplay Games. Bei Sony gibt's nicht ganz so viel Crossplay wie bei Microsoft, aber auch hier ein paar nennenswerte Titel, die PlayStation-Spieler zusammen mit PC-Freunden erleben können. Das etwas angestaubte Free-to-Play-Superhelden-MMORPG DC Universe Online sowie das MMORPG Final Fantasy XIV Online. Das Free-to-Play-Action-RPG Genshin Impact, das Kartenspiel Gwent The Witcher Card Game, den Koop-Twin-Stick-Shooter Helldivers und das Kampfspiel Street Fighter 5. Auch Street Fighter 6 wird übrigens Crossplay unterstützen. Welche Spiele habe ich vergessen? Und was sind eure Erfahrungen mit Crossplay? Schreibt es doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!